Hallo und herzlich willkommen, ich bin's, euer Swarty mit einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr an Crafting-Rezepte sowie an die Materialien herankommt. Auch wenn ihr von einem Video die Götterskalpe besiegen mit Level 40 hier seid, zeige ich euch, wie ihr die Rezepte findet für zum Beispiel den Schlaftopf und auch die benötigten Materialien dafür. Aber als allererstes besorgen wir uns einen Kurzbogen und das Rezept, um Flammenpfeile zu craften. Dafür geht ihr vom ersten Schritt aus, der ersten Gnade, wenn ihr auf die Oberwelt antreffen solltet und das Spiel startet, lauft ihr um das Gebäude herum und springt hier am Strand hinunter. Keine Angst, die Aufwinde verhindern, dass ihr vom Sturzschaden sterben solltet. Ihr findet einen goldenen Federtierfuß, der eure Runenerhalt um 30% für 3 Minuten erhöht. Dann reitet ihr hinunter und werdet auf einen Händler treffen. Dort könnt ihr das Rezept kaufen und dann geht es weiter zur Kirche Ele. Handbuch Nummer 2 des Rüstungsschmieds. Knochenfeuerpfeil, Feuerpfeil gefiedert, Feuerbolzen und neutralisierende Boli. Des Weiteren kaufen wir noch den Kurzbogen, um Statuseffekte bzw. Pfeile schneller abzufeuern mit dem Talent Sperrfeuer. Um überhaupt craften zu können, müssen wir zur Kirche Ele. Dort müssen wir mit dem Händler Kale sprechen und wir bekommen von ihm bzw. können bei ihm drei gesprungene Töpfe kaufen, sowie den Werkzeugsatz und auch diverse Rezepte. Die gesprungenen Töpfe sind Materialien, die immer wieder verwendbar sind. Das heißt, wenn ihr damit einen Topf craftet, um Feuerschaden zu machen, den schmeißt, bekommt ihr den Topf wieder. Also die Töpfe könnt ihr unendlich oft benutzen. Kauft das Handbuch Nummer 1 des nomadischen Kriegers, Handbuch Nummer 2 sowie Handbuch 1 des Missionars. Damit können wir zum Beispiel Feuertöpfe craften. Des Weiteren verkaufe ich hier meine Runen, um Runen zu haben, um weiter bei den anderen Händlern einkaufen zu können. Nach dem Erhalt von den Werkzeugsatz sowie Handbüchern erscheint hier das Tutorial für die gesprungenen Töpfe. Könnt ihr, wenn ihr möchtet, durchlesen. Als nächstes gehen wir hier zu diesem Händler. Ihr könnt von zwei Gnaden aus zu ihm hin. Entweder über die Brücke oder von diesem Dorf aus reitet ihr einfach hinauf. Das Gute mit dem neuen Patch sind die ganzen Händler auf der Karte angezeichnet bzw. markiert. Das heißt, wenn ihr sie einmal treffen solltet, sprecht sie an und sie werden auf der Karte markiert und ihr könnt wieder sie finden und schauen, was sie so verkaufen. Von der Gnade Heiligenbrücke einfach hinunterreiten oder eben von unten vom Totenwasserdorf könnt ihr hinaufreiten und zum Händler zu gelangen. Oder ihr reitet vom ersten Lager aus hier hinauf zu der Hütte und reitet einfach den Weg entlang und ihr findet den Händler hier. Sprecht mit ihm, wählt die Option Kaufen aus und ihr könnt hier einen gesprungenen Topf kaufen und das Handbuch 3 des nomadischen Kriegers. Wir können jetzt Giftpfeile und Giftbolzen sowie eingelegte Schildkrötenhälse craften. Als nächstes porten wir uns zum Totenwasserdorf zurück, denn hier in der Nähe gibt es ein Rezept, welches etwas versteckt ist. Damit können wir Schlaftöpfe craften. Das heißt, damit können wir den Statuseffekt Schlaf hervorrufen und Gegner bzw. Bosse zum Schlafen bringen.
Zusätzlich gibt es hier noch ganz viele goldene Runen. Wir haben uns das Rezept geholt. Und zwar Handbuch 1 von Fever. Und wir können Schlaftöpfe craften. Wir porten uns zurück zur Gnade des Totenwasserdorfes. Ignorieren hier den Miniboss. Wir reiten hier rechts entlang. Ihr braucht dafür einen Steinschwertschlüssel. Und zwar sammeln wir hier einen Talisman ein, und zwar den Schildkröten-Talisman, um unsere Ausdauergeneration zu erhöhen. Denn wir müssen eh hier entlang reiten für ein weiteres Rezept. Wir verlassen die Ruine und reiten Richtung Keled zur Kirche dort hinten, und wir werden invasiert von einem NPC. Dort in der Kirche liegen weitere Rezepte. Eines davon benötigen wir, um Gifttöpfe zu craften. Das heißt, wenn wir unsere gesprungenen Töpfe verwenden, um Gifttöpfe zu craften, können wir Töpfe schmeißen mit dem Statuseffekt Gift. Wir haben jetzt Töpfe mit dem Statuseffekt Schlaf, Weihwasser und Feuerschaden. Und jetzt sammeln wir das für das Gift ein. Des Weiteren könnt ihr den NPC hier besiegen und ihr erlangt einen Talisman. Wir haben den NPC besiegt, wir rasten geschwind, um uns hochzuheilen, und sammeln hier das Handbuch Nummer 14 des nomadischen Kriegers ein. Und damit können wir jetzt Gifttöpfe craften. Ihr seht Gifttopf, Gifttopf mit Kordel und Giftknochen-Wurfpfeile. Und mit dem Handbuch des Missionars können wir ebenfalls weitere Items craften. Und zwar silbernen Federzierfuß, welches die Chance für Item Drops erhöht. Wie schon erwähnt, wir können jetzt Feuertöpfe, Weihwassertöpfe, Gifttöpfe sowie Schlaftöpfe craften. Wir begeben uns zur Gnade südliches Sumpfufer von Keled bzw. Eonia, und wir laufen hier nach oben und rechts hier weiter, ein Stück weiter weg von dem Händler. Ihr seht auch dann den Stein, der dort hinten steht, hinter dem Händler. Dort findet ihr das Mech-Fragment. Direkt daneben ist der Händler, wo ihr das Rezept für Fäulefeile finden könnt. Und auch Fäulefett, soweit ich mich erinnern kann. Wir kaufen hier den gesprungenen Topf und den Handbuch 15. Ne, hier gibt es nur Fäulefeile. Jetzt haben wir folgendes Knochenpfeil, gefiedert. Und auch Bolzen. Und am Ende werde ich euch dann auch die Orte zeigen, beziehungsweise dort, wo ihr überall die ganzen Materialien erfahren könnt. Und hier unten in Limgrave geht ihr zum nächsten Händler. Wenn ihr Richtung Schloss Morne gehen möchtet, kauft hier den gesprungenen Topf. Das ist das Einzige, was der Händler hat. Und gesprungene Töpfe brauchen wir ja, um unsere Statuseffekte auszuteilen. Wir haben jetzt 6 gesprungene Töpfe. Wir gehen zur Gnade Trübflussküste und werden dort in einem kleinen Lager das Rezept für Flammenfett finden.
Wir begeben uns dann zur Burg Hyde und klären das Gebiet, um dort dann das Rezept für Blutungspfeile zu finden und Blutungsfett. Des Weiteren ist das ein perfektes Gebiet, um Blutrosen zu farmen. In der Burg angekommen, kämpft ihr euch einfach hier unten durch. Oben gibt es denn einen Ritter, der euch die Asche für den Blutschnitt droppt. Dort könnt ihr den bekommen. Aber das interessiert uns nicht. Uns interessiert dieser Raum hier. Hier an der Leiche finden wir das Handbuch Nummer 6 des normannischen Kriegers. Und können Blutfett, Blutungspfeile craften. Und wir begeben uns weiter. Zur vierten Kirche von Marika. Von dort aus gehen wir in einen kleinen Dungeon hinein und werden dort das Rezept für Giftfett finden. Das heißt, wir können dann unsere Waffe mit Gift tränken. Dafür reitet ihr einfach hier hinunter und unten sind Giftpflanzen in dem Dungeon. Und wenn ihr schon Feuerfett habt, könnt ihr hier eure Waffe mit Feuer durchwirken und macht damit mehr Schaden. Ansonsten geht ihr hier einfach hinein und aktiviert die Gnade und von dort aus geht es weiter. Ich werde das Ganze etwas vorspulen und damit es eben nicht so lange dauert, bis wir hier durch den Mini-Dungeon durch sind. Ihr müsst am Ende den Boss nicht besiegen, aber er gibt einen netten Talisman, der eure Ausdauer erhöht. Und das ist dann nett zu haben. Auch findet ihr hier Giftblüten, welche benötigt werden, um Giftfett zu craften. Und hier an der Leiche findet ihr das Rezept. Auf zur Akademie von Leonia, zum Schulklassenraum. Wir laufen geradeaus, ihr könnt hier den Magier verhauen. Dann gehen wir hier nach links, sammeln eine Schriftrolle für Zauberer ein. Und in der Truhe finden wir das Rezept für Magiefett. Dann können wir hier eine unsichtbare Wand einschlagen, finden einen Schmiedestein der Stufe 4, zwei Trinas Lilien und wir finden noch einen Kopfteil, welche unsere Weisheit erhöht, aber auf Kosten von Lebenspunkten. Also müsst ihr entscheiden, ob ihr ihn tragen möchtet oder nicht, falls ihr Magier seid und eine Magieklasse spielt, ob ihr dafür euer Lebenspunkte opfert. Und dann begeben wir uns in Luinia weiter, und zwar zu den Ruinen von Leika. Dort finden wir das Rezept direkt vor der Gnade, und zwar für Frostfett. Und danach gehen wir wieder zurück zu Limgrave und sammeln dort das letzte Rezept ein. Und zwar um Stinketöpfe zu craften, welche auch Gift verursachen, ein stärkeres Gift. Dafür brauchen wir dann nicht Giftblüten, sondern goldschimmernden Kot. Damit können wir Gifttöpfe, Stinketöpfe, Feuertöpfe, Weihwassertöpfe, Schlaftopf, Feuerfett, Magiefett, Giftfett, Blutfett, Frostfett sowie Blutpfeile, Fäulnispfeile, Giftpfeile, Feuerpfeile, normale Pfeile craften und mit dem letzten Rezept können wir dann, wie schon erwähnt, die stinkenden Töpfe craften. Ich werde dann noch ein Video zu den Materialien machen, wo ihr unendlich Materialien findet. Der Haken ist bei den Fäulepfeilen bzw. Schlaftopf. Trinas Lilien, davon könnt ihr nicht unendlich viele craften, beziehungsweise noch nicht, denn die äonischen Schmetterlinge könnt ihr dann im Late Game oder später farmen von Gegnern, ansonsten spawnen die Schmetterlinge in Sumpfgebieten und Trinas Lilien sind begrenzt, das heißt ihr habt nur eine begrenzte Anzahl an Schlaftöpfen. Ich bedanke mich, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Follow
da bzw. ein Abo. Wenn ihr noch weitere Fragen habt oder wissen wollt über andere Themen in Elden Ring oder andere Spiele, schreibt es gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, euer Swarty.